Es ist wieder soweit. Alle 4 Jahre wählen wir unseren Bundestag. Aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen der Wahl? Bundestagswahl Backstage. Heute. Wie ist es eigentlich im Alltag, für politische Inhalte einzustehen? Das haben wir Nadine Schön von der CDU gefragt, und zwar ziemlich genau da hinten. Seit 8 Jahren ist das Reichstagsgebäude ihr Arbeitsplatz. Als stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion hält Nadine Schön hier Stellung für ihren Wahlkreis im Saarland. Ist Politikersein schwer? Ja, ich konnte mir das früher auch nicht so vorstellen. Man fragt sich ja immer, was machen die den ganzen Tag in Berlin? Aber tatsächlich ist es so, dass ich morgens zwischen 7 und 8 hier anfange und meistens erst zwischen 10 und 11 Uhr abends zu Hause bin. Da ist auch mal ein angenehmer Abendtermin dabei, aber ganz oft sind es tatsächlich Sitzungen, Verhandlungen oder Büroarbeit, was so lange geht. Es ist sehr vielfältig, deshalb macht es sehr viel Spaß, aber es ist schon wahnsinnig zeitintensiv. Nadine Schön nimmt uns mit an ihre Wirkungsstätte. Ja, das ist der Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Hier schlägt das Herz der Demokratie. Etwa 22 Sitzungswochen pro Jahr tagt hier der Bundestag, um Gesetze zu debattieren und klar zu verabschieden. Die meiste Zeit verbringen die Abgeordneten aber in Ausschüssen und Arbeitskreisen, in denen sie gemeinsam mit Experten Gesetzentwürfe ausarbeiten. Durchsetzen seiner politischen Ideen ist dabei nicht immer leicht. Also es ist tatsächlich meistens nicht so, dass man sagt, ich will XY erreichen und genau das hat man am Schluss, weil eben verschiedene Interessen reinspielen. Und deshalb ist es so, dass die meisten politischen Entscheidungen eben Kompromisse sind und die Menschen draußen nicht alle sagen, yeah, super, weil das sehr unwahrscheinlich ist, dass es genau die Lösung ist, die man selbst gewollt hat. Und das gilt nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern das gilt für uns natürlich auch. Ich kann mich meistens nicht auf kompletter Linie durchsetzen. So kurz vor der Bundestagswahl steht aber auch für Frau Schön vor allem eins auf dem Programm: wieder in den Bundestag gewählt werden. Dafür muss sie, wie die Politiker aller Parteien, erst einmal die überzeugen, die im September ihre Kreuze machen. Die Wähler. Auf Veranstaltungen, Kommunalfesten und beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Was ist eigentlich stressiger? Wahlkampf oder eine Sitzungswoche? Ich habe den Wahlkampf bisher nie als stressig empfunden, weil man wirklich die Zeit hat, sich auf die Bürgerinnen und Bürger und die Veranstaltungen zu konzentrieren und nicht den Spagat hat, den man ja normalerweise hier hat, nämlich die Parlamentsarbeit hier und dann die Wahlkreisarbeit zu Hause. Dankeschön, Frau Schön. Und wie eine Partei Wahlkampf führt, das ganz genau gibt's das nächste Mal.